herzlich willkommen zu einem neuen Video. 11.11. und wir sind natürlich wieder in Köln unterwegs und stellen heute dem Partyvolk Entscheide dich Fragen. Wir haben ein neues Spiel mit am Start, werden die Leute hier vor zwei Situationen stellen, wofür sie sich für eine eher entscheiden müssen. Bin sehr gespannt, wie die Wahl so ausfällt. Wir legen jetzt los. Euch ganz viel Spaß bei dem Video. Hi. Bist du eine Erdbeere? Ja. Ich mag Erdbeeren. Sehr gerne sogar. Ich würde dich bitten, zwei Karten zu ziehen, das direkt vorzulesen und dich dann für eine Situation zu entscheiden, die du eher machen würdest, wenn du müsstest. Okay. Ausgepeitscht werden oder Strip-Poker spielen? Ja, wer peitscht mich denn aus? Also ich möchte ausgepeitscht werden. Du möchtest ausgepeitscht werden, ja, cool. Dir, oder was? Dann darfst du einmal vorlesen. Während einer Autofahrt oral befriedigt werden. Oder? Anal befriedigt werden. So. Jetzt bin ich gespannt. Oral. Was? Oral. Hä? Ja, du musst dich jetzt entscheiden. Entweder anal. Du hast die Frage. Oral. Wir haben einmal. Andere beim Sex beobachten. Oder. Deinen Partner mit heißem Wachs stimulieren. Jetzt. Nee, beobachte ich andere beim Sex. Du beachtest. Ja, okay. Ja. Weil. Ja, heißes Wachs stelle ich mir einfach nicht so geil vor. Oh, du bist verheiratet, oder was? Ja, korrekt. Wie lange schon? 3 Jahre. 3 Jahre. Wie alt bist du? 34. 34. Hätte dich jünger geschätzt. Vielen Dank. Voyeurismus. Hast du schon mal ausgelebt? Nein. Jetzt. Wegen eines Sexualunfalls ins Krankenhaus müssen. Na, dann geh ich lieber dahin. Was könnte da so der Unfall sein? Hey, ich bin so Oleg. Halt's Maul. Innerlich Verletzung. Weil du wieder irgendwas unten drin hattest. Ja, von meiner Frau. Also, erstmal zieh mir Farbe. Rot. Rot wie die Liebe, oder? Wie die Liebe oder wie die Erdbeerwoche. Ja, beides. Also entweder einen vibrierenden Slip tragen oder Sex mit einem Fremden haben. Ich nehme den vibrierenden Slip hier. Okay. Vibriert euer gerade aktuell auch? Nee, nicht so ganz. Na gut, vielleicht kommt das ja heute noch. Das kann sein. Würdest du lieber Sex in einer Liebesschaukel haben oder einen Dreier mit mindestens einem Partner des anderen Geschlechts haben? Ah, lieber ein Sex in der Liebesschaukel. Sex in der Liebesschaukel. Definitiv. Ja, hattest du schon. Nee, aber kommt noch, oder? Irgendwann kommt es. So, und pass auf, das werde ich jetzt auf deinen Anzug unterschreiben, oder? Ich ja. Schreibe auf deinen Anzug Sex in der Liebesschaukel. Ja, klasse! So, einmal vorlesen. Einen Dreier mit mindestens einem Partner deines Geschlechts haben. Oder? Jetzt du. Ein vibrierenden Slip tragen und steuern. So, für welche Situation würdet ihr euch eher entscheiden? Ja, natürlich für den Dreier. Natürlich für den Dreier. Ja, natürlich. So. Jawohl! Ja. Jawohl! Sex in der Liebesschaukel. Hast du mit Dreier schon Erfahrung? Nee, leider noch nicht. Leider noch nicht? Aber die große Frage ist, mit wem würdest du den Dreier haben? So. Ja, natürlich mit meiner besseren Hälfte. Das ist schon süß. Hast du einen Freund? Ja. Weiß der von deiner Vorliebe gegenüber ja. Dreier? Nee, noch nicht so ganz. Du hast einen Brüller auf Lager. Was haben Männer ohne Beine? Männer ohne Beine. Eier aus Bodenhaltung. Und was sind 100 nackte Männer im Whirlpool? Verrat es mir. Scheiße, warte mal. Ja, die Antwort kenne ich selber nicht mehr. Na, dann ist ja egal. Dann ist egal. Entweder deine Eltern beim Sex erwischen oder von deinen Eltern beim Sex erwischt werden. Das ist ja echt, hast du super gezogen. Das wäre ja mit dem. Du würdest lieber deine Eltern beim Sex erwischen. Ja. Nein, ich hätte das andere genommen. Nee, weil das ist immer schon mal passiert. Ah, der erste war gut, oder? Der erste war sehr gut, der zweite eher mittelmäßig. Ja, der war mittelmäßig. Naja. Die Antwort müsst ihr jetzt googeln, das wäre Quatsch. Ja, üben wir noch mal ein bisschen mit dem Witz. Hast du schon genug getrunken? Nee. Noch nicht? Absolut nicht. Noch nicht. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. So, ist hier auch irgendwo deine Freundin dabei? Pass auf, Vergnügen? Nee, Freundin nicht dabei, aber Vergnügen. Ich kann dir die Valerie anbieten. Für wie viel in einer Stunde? Nee, komm, die schenke ich dir. Und jetzt musst du dich entscheiden für eine Situation. Entweder in einem Raum schlafen, in dem andere Menschen Sex haben oder eine Geschlechtskrankheit. Ich schlafe im Elendzimmer, das ist mein bester Kumpel. Ja, und ihr beide habt miteinander Sex heute, oder? Ja, heute Nacht. So, wen haben wir noch? Valerie für Umme? Wen noch? Valerie kriegst für Umme. Jule. Jule, was kostet die?
Jule, ja, Jule kriegst du auch für Oma. Welche Stellung? Ha? Welche Stellung? Doggy. Doggy. Wer ist der Aktive, wer ist der Passive? Ich, mein Arschloch bleibt Jungfrau. Aber die Billigen sind immer die Schlechten, ne? Ja, aber dankbar, die sind dankbar, glaub mir. Also, du hast? Wegen eines Sexunfalls ins Krankenhaus müssen, ne? Oder? Mit dem Partner, was? Deines, du kannst nicht lesen, weil ich lese es vor. Mit dem Partner, der Partnerin deines besten Freundes, deiner besten Freundin schlafen. Mit meinem? Ey, ganz ehrlich, den nehme ich mal. Würdest du eher während des Sex furzen oder ohne Kondom einen One-Night-Stand haben? Darf ich beides sagen? Würdest du beides machen? Beides machen, Mann. Vielleicht ja auch während eines One-Night-Stands ohne Kondom furzen. Furzen. Während eines One-Night-Stands ohne Kondom furzen. Wenn du das gemacht hast, schreib mir bei Instagram. Gibst du deinen Freund auch zur Verfügung? Ja. Könnt ihr mal tauschen. In der Familie, da teilt man sich alles. Ja, Jule, ich habe gehört, du bist für Umme zu haben. Was will ich? Du bist kostenlos zu haben. Na, auf gar keinen Fall. Wurde auf mir gar gesagt. Keinen Fall. Na gut, was würdest du so die Stunde nehmen, wenn du müsstest? Viel zu viel. Sag mal einen Preis, komm, wir müssen jetzt hier einen Preis festlegen. Sagen wir 2 Mille. 2 Millionen. Jo, ich will ja nicht einfach zu. Nee, 2 Millionen. Wer, ihr Freund, dein Typ? Ja, ja. Ja. Oh nein, aber jetzt hat er dich. Ja, man muss auch mal tauschen können, weißt du? Ne? In der Familie muss man teilen. Also erstmal ganz kurz, nach einem Jahr, wie geht's deinem Opa? Jawohl. Opa Werner. Wir sind drin. Sehr gut. Ja. Opa Werner. Was hast du in deiner Bauchtasche? Mein Penis. Sauber. Mit einer Feder gestreichelt werden. Okay, du? Ein Lapdance bekommen. Und jetzt du? Mit einem Eiswürfel stimuliert werden. So, welche Situation, für welche, ihr müsst euch jetzt einig werden, für welche würdet ihr euch entscheiden? Weiß nicht, ich bin da. Also Lapdance bekommen wir ja auch am Start. Schon sauber, also. An einem Lapdance seid ihr euch, ja? Ja. Würdest du eher bis zur Hochzeit Jungfrau bleiben oder ohne Kondom einen One-Night-Stand haben? Da geht auf Risiko. Habt ihr schon mal einen Lapdance bekommen? Von meiner Freundin, ne? Nein, ehrlich? Nein, natürlich. Ab und zu mal, abends. Du gehst auf Risiko ohne Kondom, One-Night-Stand rein. Schon mal gemacht? Auf Opa Werner. Hey! Opa Werner! Opa Werner! Alter, bist du ekelhaft. Würdest du eher mit jemandem schlafen, den du unattraktiv findest? Oder von jemandem geleckt werden, der übereifrig rangeht? Das ist eine schwierige Frage. Ein Dreier mit 2 Partnern, anderen Geschlecht. Sofort. Ich bin leider schwul. Leider. So, du musst dich entscheiden. Entweder mit jemandem schlafen, den du unattraktiv findest, ich glaube, oder. Das ist das Erste. Das Erste. Na gut. Weil aber selbst das ist so wirklich. Na gut. Aber okay. Wenn es sein muss, dann wenn's muss es sein. Muss, ist besser als übereifrig unten jemanden zu haben, der mit seiner Zunge nicht klarkommt, ne? Okay, du würdest den Dreier haben mit 2 Frauen. Ja, safe. Auch mit 2 Männern? Nein. Nicht? Mit einem weiteren Mann? Mach mal nicht, ja, so, okay. Das ist immer lustig. Das ist okay. Ja, ihr beide vielleicht. Ja, safe. Ja. Passwort. Ich mach mit 2 Frauen. Weil die alte geil ist sofort. Ich denke, du bist schwul. Leider. Ganz dreckig. Bist du dreckig? Bisschen. Und versaut. Sehr gut. Ah, das habe ich jetzt nicht gesagt. Mach einfach vorsichtig weiter und dann gucken wir später. Ich hoffe, du überlebst die 90 Minuten und dann machen wir eine gute Runde draus. Wir haben jetzt 2 Situationen. Du musst dich entscheiden. Würdest du lieber unfreiwillig Mutter werden oder Sex haben, während dich dein Haustier beobachtet? Ja, das. Dann lieber das Haustier, ne? Ja. Hast du ein Haustier? Ja. Hund, Katze, Maus? Katze. Katze. Hat sie dich schon mal beobachtet? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Wirklich, wirklich. Wir wollten heute mal ins Praktikum gehen bei dir. Ja. Bei mir ins Praktikum, ja. Ich zahle aber nichts. Du zahlst nichts, so wie jeder. Genau. Okay. Nur in Naturalien vielleicht. Oh, weiß ich, glaube ich, was du möchtest. Na gut, dann schönen Gruß an deine Katze. Schönen Gruß. Schönen Gruß. Wie heißt deine Katze? Luis. Luis. Verbinde Luis doch auch mal die Augen. Die arme Katze. Muss man mal machen, muss man mal machen. Die arme Katze muss sich immer alles angucken. Ja. Wer seid ihr? Wir sind Daniel. Geil. Ich bin Daniel. Ja, wer bist du? Adam. Adam? Ja. Adam. Mhm.
Ich komme aus Tschechien. Tschechien? Ja. Und da heißen die Frauen Adam. Adela. Adela. Aber sag mal kurz, weil die Deutschen können das nicht aussehen. Entweder deine Eltern beim Sex erwischen oder an ein Bett gefesselt werden und zurückgelassen werden. Ah, das ist beide schon echt... Je nachdem, wer mich fesselt, gell? Ja, hast du eine Freundin? Nein. Okay, dann jetzt, ich sag mal, guck mal, hier links neben uns die. Die Dame im Blonden, Dame. Ja, genau. Die macht dich, die fesselt dich. Wenn die mich fesseln würde, würde ich vielleicht eher die Karte nehmen. Dann würdest du eher dich fesseln lassen. Okay, Kamera einmal rüberschwenken zu der Dame, damit wir auch wissen. Jetzt einmal winken! Ja. Tschechien, sehr schöne Frauen. Danke. Bitte. Ja. Tschüss. Ciao. So, das war es ja auch schon vom 11.11. in Köln. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schaltet beim nächsten Mal unbedingt wieder ein. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und auch die Glocke zu aktivieren, damit ihr in Zukunft kein Video mehr verpasst. Wir sehen uns nächste Woche im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut. Ciao.